Hallo Leute, da AC1005 hier mit Let's Play Urban Nightmare. Ja, beim letzten Mal hat Natalie Marcel getroffen. Die beiden haben sich zusammengetan und wir haben das letzte Mal wieder verschiedenste Arten von Rätsel gelöst und werden uns jetzt heute die Geschichte mit dem achteckigen Aufsatz anschauen. Die wo zu finden war, schnell nochmal. Ach hier. Also, wir werden erstmal wieder die Kurbel auseinandernehmen. Dann nehmen wir uns die Kurbel, kombinieren diese mit dem achteckigen Aufsatz. Haben somit eine Kurbel mit einem achteckigen Aufsatz, die wir auswählen möchten. So, und dann sollte das auch hinhauen. Sehr schön. Sehr löblich vor allem. Nichts Interessantes. Scheint eine Art... Was? Scheint eine Art Vorratslager zu sein. Yay. Wurde zugeschweißt. So. Oh. Mann, was willst du von mir? Weißt du, was das hier ist? Ja, genau. Ein Streithammer. Dieses martialistische Werkzeug, mit dem man früher den Leuten den Schädel eingeschlagen hat. Und weißt du, was bei einer Schädelfraktur passiert? Ich studiere Medizin und kann dir sehr genau erklären, was mit einem Gehirn passiert, wenn ich dir damit mit diesem Ding auf den Kopf schlage. Aber ich nehme an, dass du ein kluger Mann bist und nicht willst, dass ich dir den Schädel einschlage. Also, wirst du mir jetzt erzählen, wie ich hier wegkomme? Da ist ein Tor und du brauchst einen Schlüssel. Ich hab den aber nicht. Der ist bei einem Typen da im großen Haus südlich vom Tor. Wenn du gelogen hast, komme ich wieder und schlag dir jeden Knochen kaputt. Warum ist der so aggressiv? Vielleicht hätte der Mann... Achso, das ist jetzt wieder Natalie. Warum ist der so aggressiv? Vielleicht hätte der Mann es ihm auch so gesagt. Er hat sich sofort auf ihn gestürzt und so geschaut, als wollte er am liebsten erst zuschlagen und dann fragen. Ich kann die Leute ja auch nicht ausstehen, aber ich würde nie daran denken. Natalie? Ja, was ist? Wir gehen. Ist mir irgendwie unheimlich. Ja, er verhält sich schon wie die Leute hier. Ist ganz ehrlich, nichts Besonderes. Billiger Wein. Om nom nom. Also, wir können ja auch hier nochmal gucken. Wahrscheinlich eh verschlossen. War klar. Oh, ja, what? Oh, what? Kelvin Schieberätsel of Doom. Und verschoben. Yay. Kann ich den? Ja. So ist das gedacht. Genau. Pomp. Da ist nix. Dann geht's hier weiter. Aha. Okay. Ein Gitter ist vor der Dachluke. Bolzenschneider. Pomparompidompidom. Sehr schön. Sieht ja lecker aus, die Brühe. Kriege ich nicht auf. Jemand hat mehrere Quadrate in die Wand geritzt. Hinweis erhalten. Tja, solange es nur Quadrate sind, ne? Geht's ja. Tür ist jetzt offen. Ah, ja. Hinweis. Mehrere Quadrate. Oh, what? Oh, what? Ja. Warum habe ich schon wieder so ein gutes Gefühl, jetzt mal ganz ehrlich? Das sind wieder die typischen Kelvin-Rätsel of Doom, die jeder so liebt. Aber natürlich. Na, okay. Also, jetzt machen wir uns nochmal kurz hier umgucken. Abgeschlossen.
Hier war weiter nix. Oder doch? Moment. Nee. Hier war weiter wirklich nix. Okay. Ei. Aber war nicht schon wieder irgendwo Zahlenrätsel? Entweder ich bin so blöd oder es ist, ja, keine Ahnung. Abgeschlossen. Ach, hier, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 scheint falsch zu sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gottes Willen, um Gottes Willen. Achso, das obere Quadrat gibt wahrscheinlich die Zählrichtung an. Das schätze ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2. 2, 1. Ich muss mir das mal kurz notieren. 2, 1. 3, 2. 3, 1. Lassen wir uns mal überraschen. Also. 2, 1. 3, 2. 3, 1. Scheint 5. Okay. Ja, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei, eins. Ach so, wie komme ich auf drei? What the hell? Zwei, eins, vier. Zwei, drei, eins. Komme ich da auf drei? Halt. Zwei, eins. 4, 2, 3, 1. Sehr schön. War wohl richtig. Weiter geht's. Nichts Interessantes. In der Kiste ist nichts. Leer. Herd ist leer. Schubladen sind Besteck und Teller. Pulver und Spülmittel. Essen. Umnom. Geschirrtöpfe und sowas. Hätte ich vielleicht mit dem Fenster auch was machen können? Ui. Ihr Schweine, verschwindet sofort aus meiner Wohnung. Alter. Stopp. Ich habe alles unter Kontrolle, kein Problem. Nicht wirklich. Das muss der Schlüssel sein. Hat sich doch gelohnt. Natalie? Schwierig, 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 schwierig. Alles in Ordnung? Deine Verletzung hat sich bestimmt entzündet. Du hast Fieber. Ein Medizinstudent kann mir wohl nichts vormachen. Eines dieser Viecher hat mich gebissen. Hat mir wohl irgendeinen Scheiß eingefangen. Die Medikamente hier kannst du natürlich vergessen. Die würden alles nur noch schlimmer machen. Trotzdem könnte ich jetzt ein Schmerzmittel vertragen. Wir haben doch keins. Da ist doch diese Schlampe von eben. Warte. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Oh. Der Schatten. Du wärst wohl gerne so wie Marcel. Er lässt sich nicht herumschubsen. Er ist es, der die anderen schubst. Sie haben es nicht anders verdient. Warum sind sie alle so abweisend?
Warum helfen Sie mir nicht? Warum wollen Sie mir etwas antun? Du würdest den Spieß am liebsten umdrehen. Nein, das könnte ich niemals. Du lügst. Wie oft hast du schon davon geträumt, dich zu rächen? Hast du dir nicht Tag und Nacht ausgemalt, wie du es ihr heimzahlen könntest? Woher weißt du das? Wer bist du? Jemand, der dich sehr gut kennt. Das glaube ich nicht. Das kann niemand wissen. Genug geredet. Komm jetzt mit. Unglaublich. Lass mich los. Was willst du von mir? Ich will dir ausnahmsweise einen Rat geben. Wusstest du, dass es eine Grenze gibt? Eine Grenze, die niemals überschritten werden darf? Und ihr habt sie überschritten. Stimmen. Ich habe Josef gefunden, bewusstlos. Seine Schulter ist wohl hinüber. Das waren die. Die schrecken vor nichts zurück. Was machen wir jetzt? Wir haben die hier lang genug geduldet. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die unternehmen. Ja, du hast recht. Ich bin dabei, schlag was vor. Wir werden jetzt einfach Jagd auf die machen. Und wenn wir sie finden, dann bringen wir die Schweine um. Ui, 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 ui. Alter Falter! Weißt du, wie das klang? Wie ein Schien- und Wadenbeinbruch. Nein, bitte nicht. Was? Ersetzt du diese scheiß Missgeburt auf mich und infizierst meinen ganzen Arm mit irgendeinem verdammten Krankheitserregern und dann soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Das ist ein ganz schlechter Scherz. Nein, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich denke, ich werde dir auch noch das andere Bein kaputt schlagen. Marcel. Christina? Schön hier bleiben. Ja, die kann eh nicht mal aufstehen wahrscheinlich. Ui, 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 ui. Ist das wirklich? Was machst du hier? Bist du mir gefolgt an diesen Scheißort? Bist du verrückt geworden? Machst du dir Sorgen um mich? Natürlich mache ich mir das immer. Du kannst ja nicht auf dich selbst aufpassen. Dieser Verband. Wer war das? Welches Arschloch hat das getan? Weißt du das nicht mehr? Ich kann das erklären. Das hoffe ich auch. Ich komme nach Hause, ahne nichts Böses und was sehe ich? Meine Freundin ist nicht da. Bist du gewesen? Furchtbar. Wo bist du gewesen? In der Stadt, mit einer Freundin. Mit welcher Freundin? Ich werde sie anrufen, lüg mich bloß nicht an. Mit Stefanie. Ich sag die Wahrheit. Warum kannst du mir nicht einfach mal vertrauen? Das gibt's doch nicht. Christina, warum verstehst du das nicht endlich? Ich will nur dein Bestes. Du bist mein Ein und Alles, deswegen musst du auf mich hören. Du kannst mit Stefanie in die Stadt gehen, aber vorher sagst du mir immer Bescheid. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Ja. Also wenn's wirklich so ist, wie ich glaube, verstehe ich langsam, worum es in dem Spiel geht und warum die vier Jungs und Mädchen hier sind, an dem Ort. Es ergibt so langsam Sinn. Aber ich schaue einfach mal. Vielleicht tut sich ja noch was auf, wo ich sage, es ändert wieder das ganze Geschehen und so weiter. Wir gucken mal. Tut mir leid. Ich habe dabei etwas überreagiert. Das nächste Mal. Das nächste Mal?
Ich will das ja selbst nicht, aber du machst mir das wirklich nicht einfach, wenn du einmal auf mich hören würdest. Sehr schön. Oh, das ist der Schatten. Okay, okay. Ich habe keine Lust mehr auf dich und deine Lügen zu hören. Mein Ein und Alles, so wie dein Auto, so wie ein Garten, so wie dieses hässliche, so wie die hässlichen Zinnfiguren, auf die du so stolz bist. Du hast mich nie als Mensch gesehen. Immer war ich nur ein Ding für dich. Hey, ich hätte gleich wissen sollen, dass Christina unmöglich hier sein kann. Du Bastard, hättest mich fast gekriegt, aber nur fast. Jetzt wird abgerechnet. Nicht wirklich. Der Schatten scheint stärker zu sein. Na supi. Hat er mich gesehen? Nein, dann wäre er schon längst gekommen. Er wäre gekommen. Igitt, dieses Schwein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zurück kann ich nicht. Ich suche dort überall. Die suchen dort überall nach mir. Vielleicht suchen sie schon hier. So weich, wie sich meine Knie anfühlen, würde ich nicht mal von hier weglaufen können. Ich kann aber auch nicht weitergehen. Wenn der Mann mich entdeckt, dann wird er mich töten. Ich will nicht sterben. Reiß dich endlich zusammen. Dann darf er mich eben nicht sehen. Hinter den Kisten müsste ich sicher sein. Das Menü kann im Moment nicht aufgerufen werden. Oh nö. Aber safen. Danke, Kevin. Danke. 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 Bist zu gütig. Wahrscheinlich darf man nicht in sein Sichtfeld geraten. Nehme ich fast an, wahrscheinlich. Oh, what? Komm schnell. Hier ist eine. Okay. Gut, wahrscheinlich kann ich da eh nichts machen, oder? Doch, ich kann weiter. Nee, das. Nee, 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 nee. Wir versuchen das Ganze mal so. Dass er mich vielleicht nicht sieht. Okay. Schön. Na. Nochmal. Nochmal probieren. Okay. Ist egal. Mann, wenn das so geht, dann soll es mir wurscht sein, ganz ehrlich. Dann mache ich das halt hier so. Ja gut, das war fast wieder klar. Dass das nicht hinhaut. Dass sie sich da davon nicht abhalten lassen. Okay, erneut speichern. Oh, what? Oh, what? Okay, Verfolgungsjagden. Ich kann Schlüssel, ich kann die Tür nicht abschließen. Ach du Scheiße! Yay. Supi! Ja, jetzt bin ich gefangen, ne? Ach ne, hier geht's weiter. Die Tür klemmt, um Gottes Willen. Also, dann darf ich mich wirklich nicht erwischen lassen, so wie es aussieht. Ach nö. Ah, Moment. Moment. Vielleicht muss ich auch dahin, wo die Typen rausgekommen sind. Probieren wir mal. Ne, welches Safe war das schnell nochmal? 2? Ja. Mann! Falsch. 2. Mann! Yeah, halt. Na komm schon.
kommt man da eigentlich unbemerkt vorbei? Ich habe keine Ahnung. Ach, komm schon. Ach, es ist so schön. Bam, padam, padam. Mhm. Hey, es geht sogar unglaublich. Ne, aber irgendwie sieht er dann hier einen eins. Schwierig. Das genau richtig abzupassen, das ist bestimmt lustig. Oh. Der Trigger ist irgendwie komisch eingestellt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie Shirving. Irgendwie schon ein bisschen. Also zack, zack, zack. Ach komm schon! Mann! Das gibt es doch nicht. Man, oh man, oh man. So, komm schon. So. Diesmal haben sie mich nicht gesehen hier. Okay, und da habe ich auch wirklich meine Ruhe. Unglaublich, ne? Ich kann aber trotzdem nichts aufmachen. Na gut. Okay. Sie schließt vorsichtshalber schon immer mal alles ab. Gar nicht mehr. Na okay, es ändert nichts. Es ändert nichts. Es ändert rein gar nichts. Okay. Ich kann aber auch das Menü nicht aufrufen, ne? Nein. Also ob der mich jetzt praktisch sieht oder nicht, ist scheißegal. Oder liegt das dann hier irgendwie an einer Erkennung, wenn ich hier durchlatsch? Ne, also irgendwo. Moment. Ich sehe da auf dem Boden so Striche, ne? Die sieht man da. Aber ich komme da ja nicht drum rum im Prinzip. Ne, ich kann da nicht drüber, ich komme da auch nicht vorbei. Also, es bringt im Prinzip nichts. Nicht wirklich. Ja, also ich weiß jetzt nicht, worauf das Ganze abzieht, aber irgendwie. Das ist komisch. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll das funktionieren, Calvin? Wie zum Teufel soll das funktionieren? Ich verstehe es gerade nicht. Das tut weh. Na okay. Das ist jetzt, ja, so oder so ähnlich. Na gut. Dann werden wir mal beim nächsten Mal gucken, wie es weitergeht. Da muss ich mir erstmal was überlegen oder anschauen. Bin sehr gespannt. Ja, wie es weitergeht, wir werden es erleben. Ich bin der A1005. Bis dann und ciao, ciao.